Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Kings of Heroes. Und dieses Video befasst die Überarbeitung der Phönixrebellen. Was heißt Überarbeitung? Denn eigentlich wurden sie eigentlich. Ja, gut, man kann es Überarbeitung nennen, aber im Prinzip wurden eigentlich nur viele Zetas hinzugefügt, die man jetzt den Phönix-Charakteren geben kann. Und in diesem Video möchte ich euch dann mal. Ja, das euch zeigen, was da jetzt so geändert wurde, was da jetzt hinzugefügt wurde. Dafür gibt es auch einen extra Thread, der jetzt. Er ist schon etwas länger da, schon seit 2 Tagen, aber. Oder also eigentlich seit gestern, gut. Für uns seit gestern. Hatte ich jetzt aber noch keine Zeit dazu, das zu machen. Ja. Schauen wir mal an. Also, wir fangen mit Hera an, die hat einen Zeta bekommen. Und zwar bei Kräfte messen. Und ich lese das jetzt immer erst einmal ohne vor und dann nochmal, was dann geändert wurde. Also ruft einen anvisierten Verbündeten zu Hilfe. Das ist eine Spezialfähigkeit mit 3 Sekunden langen Cooldown. Der Angriff dieses Verbündeten hat 25% Effektivität und verursacht 35% mehr Schaden. Das ist also, was man eigentlich ziemlich oft machen kann, glaube ich. Oder ziemlich oft machen sollte. Und das Zeta macht dann folgendes: plus 25% Effektivität, das heißt also 50%. Entfernt alle Debuffs, und also wenn der anvisierte Verbündete Debuffs hat, werden die entfernt. Und wenn das Ziel eine Phoenix-Einheit ist, werden ihre Uplink-Zeiten um 1 gesenkt und sie erhält 50% Zugleiste. Heißt also, man soll es eventuell nehmen, immer jemand, der Debuffs hat aus dem Phoenix-Platoon. Oder natürlich jemand, der von dem man möchte, dass die Uplink-Zeit reduziert wird. Ja. Und dass sie mehr Zugleiste erhält, also dass sie dann danach schneller dran ist. Das ist ja dann, passt dann zusammen. Ist nicht schlecht, aber man wird sehen müssen, wie stark. Das Problem beim Zetas ist, dass man nach wie vor, also es gibt so viele Zetas, die man gern haben möchte. Ja, ich möchte zum Beispiel meinen Raid haben, möchte ich eins geben. Baris Offi möchte ich eigentlich auch mal upgraden, dass sie dann auch mal das Zeta hat und ich sie dann ausbaue und so weiter. Man kommt ja gar nicht dazu, eigentlich jedem das Zeta zu geben. Heißt, man müsste also wirklich überlegen, ob man den ganzen Phoenix-Charakteren die Zetas geben möchte, denn es sind nämlich einige. Denn der nächste bekommt nämlich, ist nämlich Kanan. Und er bekommt bei Total Defense, das ist das hier. Auch Spezialfähigkeit. Genau, Kanan befreit sich selbst von sämtlichen Debuffs und gewährt anschließend sich selbst und einen, 3 Runden lang cooler übrigens, sich selbst und einem anschließend von einem 2 Runden lang 40% mehr Schutz. Das hat man tatsächlich ganz oft genutzt, um Phoenix-Charakteren die Schutzleiste aufzufüllen, die halt ziemlich gedroppt sind. Ja, und das Zeta macht dann befreit Phoenix-Verbünde von allen Debuffs. Auch hier wieder werden alle Debuffs entfernt und gewährt 3 und lang einen höheren Verteidigungswert. Gewährt Kanan und dem anwesenden Verbünden außerdem noch 2 Runden lang Weitsicht. Ja, also sie werden dann für eine Runde lang, also für einen Angriff lang geschützt. Und wenn eine dieser Weitsichten endet, ein tolles Deutsch, erhält Kanan 100 und andere Phoenix-Verbände 50% Zugleiste. Endet ist jetzt die Frage, ob es auch dazu zählt, wenn es einfach nur entfernt wird, weil nämlich gerade einer den oder den anvisierten Verbänden angreift. Oder ob es wirklich auslaufen muss, dann wären es nämlich durch 2 Runden. Weiß ich nicht, ob man das in 2 Runden schafft. Ist die Frage, ob das dann natürlich wirklich, wenn es weg ist oder wenn es von allein ausläuft. Ja. Wenn es einfach nur, wenn es entfernt wird, dann ist das Zeta natürlich nicht schlecht. Also 100% Zugleiste für Kanan und 50% für alle anderen Phoenix-Verbündeten ist natürlich enorm. Und bei 2 Runden, also bei 2-mal Weitsicht, wenn es tatsächlich dann durch einen Angriff entfernt wird und das zählt, dann wow. Da können die Phoenix-Charaktere auf jeden Fall ordentlich Zugleiste gewinnen. So, und der nächste ist bei Sabine. Die müsste dann hier auch irgendwo, Hose, da. Und zwar bei Demolish. Demolieren. Hatten, warte mal, demolieren tatsächlich. Bei der AOE-Attacke, ah ja. Also, die Granate, die sie schmeißt, 5 Runden lang Cooldown.
fügt allen Gegnern physischen Schaden zu und belegt den anvisierten Gegner zwei Runden lang mit Entblößen und Wanken. Ausweichen oder Kontern ist bei diesem Angriff nicht möglich. So, und jetzt das Zeta. Phönixverbündete haben zwei Runden lang eine höhere kritische Trefferchance und einen höheren Angriffswert. Das heißt, dass man diese Fähigkeit benutzt. Sabines Abklingzeiten werden im Falle eines kritischen Treffers um 2 gesenkt. Das bei einem AOE dürfte ja auf jeden Fall ein kritischer Treffer drin sein, denke ich da mal, wenn sie nicht gerade alle Weitblick haben. werden im Falle eines kritischen Treffers um 2 gesenkt. Alle Gegner wanken 2 Runden lang. Und für jeden aktiven Phönixverbündeten verursachst du 15% mehr Schaden und belegst einen zufälligen Gegner mit Entblößen. Uff, wow. Also auch hier wieder. Ja, es ist auf jeden Fall es ist ein riesenlanger Text. Also, man muss wirklich mal in Aktion sehen. Aber Wanken und 15% für jeden aktiven. Warte mal. Für jeden aktiven Phönix verwenden. Das heißt also bei 5 Leuten dann 5 mal 15%. Das sehe ich ja so raus, oder nicht? Also jeder, wenn es nur einer ist, sind es 15% und dann, wenn es 5 sind, dann halt 5 mal 15%. Oder nicht? Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, aber. Das halt, ne? Wenn sie nicht gerade hat man nicht gerade über sehr viel übrig treffen. So, dann haben wir noch Ezra, der gute Ezra. Den kann man ja tatsächlich auch in einem Jedi-Team mitnehmen. Und bei ihm ist es das Flourish aufblühen. Das ist das, was die. Genau, was die Debuffs entfernt. Was die Buffs entfernt. 3 Runden lang Cooldown, fügt ihm alles den Gegner für den Schaden zu und entfernt alle seine Buffs. Genau, hat der Gegner keine Buffs, wird die Abklingzeit dieses Angriffs um 1 gesenkt und Ezra erhält stattdessen 50% Zugleiste. So, und das Zeta macht nochmal 50% mehr. Das ist übrigens enorm, weil aufblühen weiß ich, also ich habe es schon öfters mal gesehen, von meinem natürlich nicht, aber von anderen Ezra Bridgers, die voll ausgebaut waren. Dieser Schaden macht schon, also der Schaden von diesem Angriff ist schon ziemlich krass. Und nochmal 50% Schaden mehr. Ja, da ist dann, kommt dann einiges zusammen, was sie dann nimmt. Und er bekommt dann noch 5 bis 25% Zugleiste und 2 Runden lang Erhöhung des Verteidigungswertes. Gut. Also der Schaden, also das ist natürlich nur ein. Da würde ich fast sagen, dass man das bei ihm, also wenn man wirklich sein Phoenix-Team, wer auch immer das machen soll, komplett mit Zetas ausstatten möchte, sollte man das hier eventuell zuletzt nehmen, da das nur für ihn selber gilt. Und die anderen Sachen, wie jetzt hier die anderen Zetas davor, haben halt Effekte auch auf das, entweder auf das Gegnerteam gehabt oder auf das eigene Phoenix-Team, was wesentlich wertvoll ist. Also das Zeta ist hier so ein Ding, wenn man okay, nichts mehr hat, kann man das mal gern machen. Oder natürlich, wenn man jetzt ein Jedi-Team hat zum Beispiel und man möchte Ezra als Jedi nochmal etwas stärker machen. Ja, das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, das Zeta auszubauen. So, und dann haben wir noch Zip. Und der hat Stacking Sweep bekommen. Wo ist er? Stacking Sweep. Das ist das hier, genau. Hat einen 4 Runden lang Cooldown. Das ist auch. Fügt ihm ein bisschen den Gegner für den Schaden zu und belegt ihn eine Runde lang mit Wanken. Ist das Ziel nicht mit Debuffs belegt, verursacht dieser Angriff 5% mehr Schaden und ihm kann nicht widerstanden werden. So, und das Zeta ist schon mal einen Runden lang Cooldown weniger, also 1 Abklickzeit. So, diesem Angriff kann nicht ausgewichen werden. Heißt also, das geht auch durch Weitblick zum Beispiel durch. Und Zep erhält für jeden aktiven Phoenix-Verbündeten 10% Zugleist, das heißt also 50% wäre das dann, wenn 5 Charaktere noch da sind. Hat das Ziel keine. Ach, hier wieder Zugleist. Also für sich selber diesmal nur. Hat das Ziel keine Debuffs, erleidet es 50% mehr Schaden. Wow. Ja, er ist 50% mehr Schaden. Sowie Bonusschaden in Höhe von 20% der Maximum des Ziels. Also dieser Angriff könnte tatsächlich
sehr viel Schaden machen, wie ich das so rauslese. Vor allem, wenn das Ziel keine Debuffs hat. Ist das Ziel mit Buffs belegt, wird seine Rüstung ignoriert. Auch da, wow. Ist das Ziel mit Debuffs belegt, verursacht dieser Angriff 50% kritischen Schaden. Wow. Also, das bei Sepp könnte tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wie viel das sonst immer macht, aber ich glaube, es war relativ guter Schaden jetzt für meinen Charakter. Ja. Für meinen Sepp. Und das klingt auf jeden Fall so, als wird es ziemlich massiven Schaden machen können. Schade, dass ich es halt noch nicht ausprobieren kann, aber gut, wir werden sehen. Aber auch hier, es hätte man wahrscheinlich schon zu 4 Zetas. So. Oder waren es 5? 1, 2, 3, 4, ne, 5 Zetas hätten wir jetzt schon. So, und dann haben wir natürlich noch Chopper. Und Chopper ist tatsächlich der Einzige, der kein Zeta bekommt. Bisschen komisch, aber ist so. Dafür wurde aber sein Reckless Fling, rücksichtsloser Wurf, Geomegat, und zwar, genau, Omega Upgrade. Ging, glaube ich, auch nur bis 7, oder? Ich weiß es ja nicht. Fügt ihm alles hier ein bisschen Gegner für den Schaden zu und erhöht, und erhöht per Zufall 2 Runden lang den Angriffsverletzung und Tempo wird eines zufälligen Verbindungsverbindungen mit einer 50% Chance, die Abklingzeit eines Verbindungen in 1 Runde lang zu senken. So. So, und dann macht das Ganze unten noch in der Omega 10% Ablenkzeitverkürzung, das heißt also 60%. Der Text ist irgendwie, gilt auch für Druiden verbindet. Also hier kann man scheinbar den Chopper dann auch in den Druiden-Team brauchen. Weil vorher ist es nämlich nur Phoenix verbindet und dann können es auch Druiden benutzen. Also die können profitieren von diesem Angriff. Und dann wurde hier unten noch was geändert, und zwar Maintenance Protokolls. Ordnungsprotokolle. Sound Zeta, ein Omega. Zu Beginn seiner Runde regiert Chopper 11% seiner Maximalgesundheit. Wird er durch einen Angriff verletzt, erhält er aus dem 11% Schutzerhöhung, wenn sein Schutz noch nicht erhöht ist. Das ist eine einzigartige Fähigkeit, das heißt also, die wird von Hera Syndulla. Was Hera? Ne, von wem war denn das? Warte mal. Genau. Von Hera Syndulla wird sie das verteilt auf alle Phoenix-Verbündeten. Und das macht dann plus 4% Heilung, plus 4% Schutz. Chopper hat eine 30% Chance, Unterstützung zu leisten, wenn ein anderer Phoenix oder Druidenverbündeter in seiner Runde eine Fähigkeit einsetzt. Diese Unterstützung wird nicht mit Phoenix-Verbündeten geteilt. Achso, schade. Aber es gibt halt dann tatsächlich trotzdem noch mehr Heilung und mehr Schutz. Ja, also diese 30% Unterstützungschance ist natürlich dann nur für ihn. Aber. Ja, also wenn irgendeiner aus dem Phoenix-Team eine Fähigkeit benutzt, was ja eigentlich jeder eigentlich die ganze Zeit macht, es gibt kaum welche, die nur nach einer Zeit dann nur Standardangriffe machen, wird er halt mit 30% Chance als Unterstützung gerufen, kann das aber nicht in das Phoenix-Team reingeben. Das ist ein bisschen schade, aber gut, es macht auch irgendwie Sinn. Weil ansonsten würden ja die ganze Zeit bei. Ja, würden die 30% ziemlich oft trocken, nehme ich mal an, weil einfach jeder dann. Jeder als Unterstützung gerufen werden kann. Ja. Aber immerhin gibt es die 4% Heilung und 4% Schutz. Ja, die dürften ja zählen dann auch für jeden. Also, das ist dafür, dass es nur ein Omega ist. Ich meine, das kann man dann natürlich dann ausbauen. Das werde ich dann auch machen. Das werde ich mir auf jeden Fall ausbauen und dann Chopper bei den Territorialschlachten mitnehmen für die ganzen Phoenix-Missionen. Aber anstatt Sabine werde ich dann den Chopper mitnehmen. Hatte ja eigentlich so geplant, dass mein Team so aussieht, aber mit Chopper hat man auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall leichter mit Chopper, weil man halt. Ja, diese einzigartige Fähigkeit. Es steigert halt die Überlebensfähigkeit des gesamten Teams und Sabine hilft da leider nicht viel weiter. Also.
Die ist eher so eine Art. Aber da ist ein bisschen merkwürdig, denn da hat man nämlich dann eigentlich gar keinen Angreifer mehr. Doch nur noch den Esra. Ja, aber. Deswegen dachte ich halt zwei Angreifer. Denk mal eher an so einen BOB. Egal. So, ja, das war's eigentlich zu den Phoenix-Charakteren. Also 5 Zetas. Wie gesagt, das von Ezra könnte man eventuell noch weglassen. Also 4 Zetas. 4 Zetas auf jeden Fall, um das komplette Phoenix-Team stark auszubauen. Auf Chopper hat er 2 Omegas weiter. Das ist jetzt. Oder ist eine Änderung? Was gab's? Das, ja, das ist aber nur ein Upgrade und das ist aber nur eine Änderung, oder was? Keine Ahnung, ob das jetzt vorher schon drin war. Also auf jeden Fall 4 Zetas, die man, wenn man sein Phoenix-Team pimpen will. 4 Zetas. Wie lange braucht man ungefähr zu farmen? Ich würde sagen, so 7, 8 Monate. Wenn man jetzt Pech hat, vielleicht sogar noch etwas länger. Oder wenn man Glück hat, natürlich etwas kürzer, aber. Puh, also es ist auf jeden Fall nicht leicht, so sein Phoenix-Team auszubauen. Man sollte es aber eventuell in Erwägung ziehen. Also wenigstens ein Zeta. Und wenn ich anfangen würde, würde ich tatsächlich das auch von Hera nehmen. Oder? Na, naja, weiß ich noch nicht, was ich da nehmen würde. Also. Aber wahrscheinlich komme ich da sowieso erstmal nicht zu. Da habe ich andere Charaktere, die das Zeta lieber haben würden. Zum Beispiel. Hier mal Widerstand ziehen. Ja, Po. Quatsch, Finn. Wo ist es? Ja, das ist immer das nächste Zeta, was ich ihm geben werde. Und da werde ich mein Widerstandsteam auch nicht ausbauen. Denn das, sofern das auch nicht ausgebaut ist, auch mit Mods und so, ist das Team. Wir werden es sehen. Mal sehen, wann ich da mal was repräsentieren kann. Vielleicht in den Territorialschlachten oder vielleicht sogar im Raid. Werde ich das mal zeigen, dann. Wie gut das nämlich ist. Im Vergleich zum Phoenix, da muss man halt. Da muss man ja im Prinzip. Also mindestens 4 Zetas ausbauen, das Phoenix-Team wirklich Bombe zu machen. Ja, und bei dem Widerstand muss man halt 1 ausbauen. Naja. Aber gut. Herzlichen Glückwunsch zu Rolo. Ah ja, wir haben jetzt übrigens den. Müssen jetzt. Unser Rolo fertig kriegen. Ja, erst mal auf 4 Sterne dann kriegen. Dann dauert es noch ein bisschen auf 5 Sterne und dann können wir auch dann die nächste Spezialmission machen. Da zeige ich dann, wie gesagt, auch wieder ein Video zu. Gut, aber das soll jetzt nicht in diesem Video passen. Dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.